So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Digge. Eine neue Folge Adi und der Adventskalender. Wir wollen natürlich wieder Adi sein Türchen aufmachen. Zwei Türchen für Adi und ein Türchen für mich. Ja, da ist die Hand genau. Adi, du bist ein strammer Max, habe ich dir das schon mal gesagt. Du bist ein richtiger strammer Max. Guck, wie stramm der ist. Wir sind heute bei der Nummer 13. Wir drücken mal die Hand hier rein. Machen mal das Türchen auf. Und es ist wie immer ein Tütchen. Hey, ein Tütchen im Türchen. Und deswegen machen wir jetzt so. Hier müssen wir zumachen. Das fliegt sonst alles runter. Ne? Das ist wieder so richtig fuchsig. So eine richtige rote, feurige Farbe. Ob die da etwa Chili reinmachen? Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken mit deiner Schweinenase. Das sieht aus wie schöne Chili-Kissen mit Chili-Füllung. Extra scharf für den Katzer, damit er sich total freut. Guck doch mal, was für ein Brocken. Ne? Gleichzeitig machen wir natürlich auch das hier auf. Ich denke mal, da ist auch wieder was zu essen drin. Türchen. 13, die Unglückszahl, oben in der Ecke, ganz alleine und abgeschoben. Auch eine Tüte mit, hier steht ja wenigstens drauf, was es ist, weil das ist ja ein hochwertiger Kalender. Das ist Peskekarne, Ente und Truthahn. Ente und Truthahn. Gefühlt ist in jedem Tütchen aber auch dasselbe drin, oder? Ente, Truthahn? Was war denn in dem letzten? Auf jeden Fall, einmal war was mit Fisch, das mochte er gar nicht. Das hätte ich aber auch nicht gehört. Ich habe es ja nicht mal probiert. Hätte ich es probiert, hätte ich ja gesehen, ob das passt oder nicht. So, die Schweinenase ist am Schnüffeln. Die Gummilippe ist am Saugen und am Kleckern und am Schmatzen. Wir tun dir den Rest auch wieder hier rein. Dann kannst du die Ente mit Sahne, ne, mit irgendwas. Und ich kümmere mich jetzt um den immer leichter werdenden Bad Santa. Adventskalender mit Bier drin und hier ist genau die Nummer 13. Das heißt, wir haben die oberen zwei Reihen komplett leer und hier ist sie noch zwei. Wir ziehen mal raus, wir stellen mal ab, wir gucken mal, was uns heute erwartet. Eine kleine Flasche, also die wirkt wirklich, gut, die sind ja alle immer nur 0,3, aber die wirkt irgendwie, das ist das erste, was aussieht wie eine ganz normale Bierflasche. Nur halt kleiner. Aber muss ich sagen, ist das erste, was schön weihnachtlich aussieht. Geht vielleicht noch besser, aber sieht so schon mal schön weihnachtlich aus. Ihr habt einen grünen Deckel, einen grünen Kronkorken. Zum Aufpassen, dass es nicht die ganze Zeit so... Da ist ein grünes Wappen. Ein Wappen, goldig umrandet mit grünem Hintergrund. Das ganze Teil ist ein Distelhäuser Winterfestbier. Ihr habt hier so eine Banderole, Distelhäuser Winterfestbier. Da sind lauter Sterne drauf. Da steht hier malzig und süffig. Und dann habt ihr hier unten das gleiche nochmal. Diesmal aber mit dem Wappen, mit weißer Schrift Distelhäuser. Nochmal hier Winterfestbier. Das Genussbier für die Festtage. Slow Brewing, malzig, süffig. Hopfennote 1 von 5, Malz 5 von 5, 9% Genusstemperatur. Das sieht auf jeden Fall sehr fresh aus, durch dieses Goldige, durch dieses Grünliche, durch dieses Geschnörgelte, durch diese ganzen Blitzer hier im Hintergrund. Sieht aus wie ein shiny Bier. Hinten auch noch was drauf, das ist also ein richtiges typisches Bier-Etikettierung mit hier oben einem Band, mit vorne was drauf, mit hinten was drauf. Manche haben hinten gar nichts, manche haben oben gar nichts. Das hat alle drei Dinge erfüllt. Steht hinten noch was. Slow Brewing, Genuss braucht Zeit. Eine schonende Brauweise mit langer Reifung und ohne beschleunigte Gärverfahren. Dies sind die unsichtbaren Zutaten für ein echtes Distelhäuser Genussbier. Gebraut nach dem Reinheitsgebot. 5,6%. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Bringt ein bisschen schon in Weihnachtslaune. Würde bei mir jetzt 4 von 5 Punkte bekommen.
einfach, das ist edel, das glänzt, das ist total wuchtig, das ist super, super ist das. Das ist so super, 4 von 5 Punkte. Jetzt müssen wir es nur mal aufmachen. Muss ich aufpassen, das letzte ist mir nämlich durchs ganze Zimmer geflogen. So, beruhige dich, hab nichts gemacht. Das sieht gut aus, es bleibt in der Flasche drin. Jetzt schenken wir es mal ein. So. Einschenken. Hat was Wuschiges zwischen den Beinen. Adi, was machst du da? Oh. Die Farbe sieht schon gut aus. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, komm, das schaffen wir wunderbar. Ein Pluspunkt, weil alles ins Glas gepasst hat. Dann schauen wir uns das hier an. Das perlt nach oben, richtig genial. Das ist richtig schön klar. Du kannst komplett durchgucken. Ich sehe euch, seht ihr mich auch? Ich sehe euch, ich sehe alles. Das ist auch nicht zu hell. Das hat eigentlich schon eine kräftige Farbe trotzdem. Es könnte noch einen kleinen Ticken kräftiger sein. Aber ich würde hier... Ich gebe trotzdem mal 4 Punkte. Ich weiß nicht, 5 ist... Wir geben 4 von 5 Punkte, das ist schon richtig gut. Adi wieder auf der Toilette. Hören Sie mal, nee, hören Sie nicht, wir riechen mal am Bier. Riecht gut, riecht nach Bier, ja. Riecht nicht nach Spülmittel, riecht nicht her, riecht nicht, was weiß ich, keine Ahnung. Ja, so richtig, wie ein Geruch unbedingt sein muss, weiß ich trotzdem nicht. Macht auf jeden Fall Bock. Kriegt auch eine 4 von 5, also bis jetzt in jeder Kategorie 4 Punkte erreicht. Das ist ein überdurchschnittliches Bier. Und jetzt, ja, die hat gar nicht gemacht. Ja, die, was setzt du dich denn da hin und gehst dann wieder? Jetzt kommt es natürlich auf den Geschmack an. Der kommt zum Schluss. Wir probieren mal. Malzig. Süffig. Also eine 5 ist das nicht. Ich glaube, die 4 erreicht es auch nicht. Das hat irgendwas dabei, was für mich schwer rüberkommt, schwer verdaulich ist, schwer im Magen liegt, irgendwas. Es bitzelt auch ein bisschen auf der Zunge. Also es ist nicht herb, es ist nicht bitter, gar nichts. Aber es ist ein bisschen säuerlich. So viel davon würde ich jetzt auch nicht trinken wollen, aber an sich, es ist jetzt nicht unbedingt eklig. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, bei jedem Schluck. Ich würde hier also eine normale 3 von 5 geben. Es hat Vor- und Nachteile, aber es ist jetzt nicht ganz so mein Geschmack, was es jetzt hier über die andere hinaushebt. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. 3 von 5. Leider sah so gut aus, aber das wäre das perfekte Bier für die Goldene Meile in der Winteredition, also die Wintermeile. Da gibt es nämlich nur Winterbier, wenn das möglich ist. Deswegen wollen wir ja mal schauen mit Hannes und Natururin. Das erste Mal mit Natururin, alle drei mit kurzen Hosen, wenn Schnee liegt, durch die Gegend, ein letztes Mal vielleicht. Und dann schauen, dass wir halt überall ein Winterbier finden zum Trinken und Wandern und überhaupt. Sonst war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Grüße an Natururin. Da schreibt er hier trotzdem ab und zu mal drunter Bier. Bier. Schreibt er wie ein Pferd. Bier. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Yeah.